Das Allerwichtigste aktuell sind halt frische Leichen, damit wir Zombies produzieren können. Damit die uns dann die unangenehme Arbeit des Ressourcensammels abnehmen. Das streamlined hier doch schon so das ein oder andere, ne? Ich meine, dass wir kein Holz mehr sammeln müssen, sondern quasi einen automatischen Vorrat an Holz kriegen, das ist schon mal ziemlich cool. Wäre meine Überlegung jetzt noch, ob es vielleicht an anderer Stelle auch noch Orte gibt, wo wir Zombie-Holzfällerlager bauen können, weil wir können ja... Von allem anderen haben wir ja zwei, ne? Jo. Ich würde sagen, die tauschen wir einfach erstmal aus hier. Die, die wir haben, werden erstmal ausgetauscht. Gegen die neuen. Und dann können wir uns Gedanken machen, ob wir hier vielleicht da unten noch irgendwas hinstellen. So, gleichzeitig Wandleuchter. Ach, da hinten können wir Wandleuchter. Da unten können wir... Okay, vier Wandleuchter. Nehmen wir aber auch die großen, oder? Die Zweier-Dinger. Gut, das ist dann das nächste, was ich mache. Und dann gucken wir mal wegen dem Räuchergefäß. Und dann müssen wir auch mal gucken, wo wir den Stoff herkriegen. Wenn wir die Kirchenbänke mal austauschen können. Ich mach ne wunderschöne Kirche. Die wird so toll, da staunen sie alle. So. Also ein zweiter Beichtstuhl. Auf der linken Seite zum Beispiel. Und irgendwas hier noch auf die rechte Seite. Das wäre auch ganz cool. So ein bisschen für die Symmetrie, wisst ihr? Na gut, wir gucken mal in die Technologien rein. Ach, ich muss noch eine Angel ausrüsten hier bei Gelegenheit. Ich kann noch mal gucken, was können wir denn hier bei der Theologie dann noch freischalten für unsere Kirche? Ah, guckt mal, einen zweiten Beichtstuhl, einen steinernen Schrein. Marmorplatten, Laternen. Größere Kerzenständer, sehr schön, okay. Das behalte ich mir nochmal im Hinterkopf. Hier wird jetzt natürlich spannend. Das Einbalsamieren. Das sollten wir auf jeden Fall in absehbarer Zeit lernen, wenn wir dann wieder Leichen auf den Friedhof bringen wollen. Jetzt brauchen wir erstmal, das wird wahrscheinlich hier sein. Hier. Weinerzeugung, das brauchen wir. Ich brauche nämlich die Rankenpresse. So, das war jetzt wichtig. Moment nochmal. Welche Gegenstände habe ich da jetzt gekriegt? Weinfass und Rankenpresse. Gut. So. Wenn wir hier nicht bauen. Ich könnte mir aber ganz gut vorstellen. Das war jetzt etwas umständlich gelaufen, ich weiß. Dass wir das vielleicht hier hinstellen können. Ja, und zwar beides. Gut, wie gesagt, wichtig ist erstmal die Rankenpresse. Also brauchen wir Steine, komplexe Eisenstücke und 12 Balken. Ja, 12, 4, 10.
Ja, ich glaube, wir hätten zur Not auch noch irgendwo Balken gehabt. So, und Steine, ne? Wir brauchen 10 Steine, wir haben nur noch 5. Das blöd. Das blöd, da müssen wir jetzt Steine holen gehen. Das Zeug lassen wir mal hier. Steine holen. Ist das ein Stein, den ich direkt so mitnehmen könnte? So, das sind 7. Das sind doch 10 schon, ne? 5 im Inventar und 5 in der Truhe, ja. Wunderbar. Um die weitere Steinproduktion können sich die Zombies dann kümmern. Wenn wir soweit sind. So. 2, 3 Weinfässer können wir uns dann auch nochmal in den Keller stellen. Aber nicht jetzt. Jetzt brauche ich erstmal die Rankenpresse. Noch an andere Stelle stellen? Nein. Dann kommt die da unten hin. So. Alles für die Produktion von Tinte, Leute. Wir brauchen jetzt nämlich Fett und daraus können wir Öl herstellen. Das Fett habe ich bei der Alchemie gelassen, ne? Dann kann ich auch gleich die Haut hier einlagern. Dann können wir die bei Gelegenheit dann weiterverarbeiten. Denn wir sind jetzt gleich in der Lage, Flugblätter herzustellen. 8 reichen. Die Haut weg hier. So. Jetzt haben wir 20 Öl. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Das können wir aber hier von oben holen. Und nee, Wasser? Nee, Wasser ist Blödsinn. Asche. Asche brauchen wir. Asche haben wir. 10 Asche. Und hier unten ja auch noch. Dann ist es jetzt nämlich an der Zeit, dass wir Tinte produzieren. Aus Asche und Öl. So. Beziehungsweise schwarze Farbe. Das produziert schwarze Farbe. Und da stellen wir uns jetzt gleich mal 12 Dinger von her. Das dauert jetzt zwar einen Moment, aber wir wollen jetzt hier dann groß in die Produktion von Schreibwaren einsteigen. Als allererstes machen wir natürlich die Flugblätter für den Inquisitor fertig. Ne, der kommt nämlich in 2 Tagen, dann können wir die Quest endlich mal erledigen. Und dann können wir uns natürlich endlich auch mal bessere Gebete machen. Über die wir dann mehr Glauben kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht auch mehr Geld, je nachdem, was für ein Gebet wir machen. Dann kommen wir dann an der Front auch mal weiter. So, erstmal hier noch ein bisschen Schweinslederhaut. Und dann gucke ich gleich mal, was genau wir denn jetzt für Tinte brauchen. Für Tinte brauchen wir kegelförmige Gefäße.
Gut, Federn haben wir eh nur die drei. Das heißt, einmal Tinte reicht. Das heißt, ein kegelförmiges Gefäß erstmal holen. Die haben wir, meine ich, oben bei unserem Haus in der einen Truhe. In der hier hinten. Nein, haben wir nicht. Super. Einen Fluss, dann habe ich natürlich auch nicht mehr. Aber Glas habe ich irgendwo noch. Glas habe ich irgendwo noch, dann stelle ich halt nochmal welche her. Ich glaube hier hinten, weil das hatte ich bei dem Forschungsdings, hatte ich das immer zur Auswahl. Das ist aber nur einmal Glas. Habe ich da irgendwo Sand? Das ist gerade ein bisschen doof. Ich muss Sand holen. Es hilft alles nichts. Ich muss Sand holen und dann wollte ich ja meine Kirche weiter ausbauen eigentlich, ne? Das sollte ja der ursprüngliche Sinn der heutigen Übung werden hier. Hier ist noch ein Stein, wenn wir da gerade... Nehmen wir den direkt mal mit. Ich würde sagen, wir buddeln gleich mal wieder ein bisschen mehr Sand aus. Das war auch gleich wieder mehr Glas produzieren können. Und dann müssten doch die Möhrchen auch bald fertig sein, ne? So, du machst mal 20 Glas. Den restlichen Scheiß schmeißen wir hier mal in die Truhe rein. Hier den Metallschrott und das auch alles. Den Passierschein, den stecke ich mir schon mal in die Tasche. Können schon wieder Beeren pflücken gehen. Das ist auch schön, wie gut das funktioniert. Und je mehr wir hier automatisieren können, desto besser für uns. Die schmeiße ich mir jetzt alle mal rein. Denn wenn es eine Sache gibt, die wir im Moment besonders gut brauchen können, dann sind es Körper. So, 110 Möhrchen. Da ist er eine Weile mit beschäftigt. Da kann er erstmal knabbern. Achso, die Samen. Die hätte ich vielleicht wieder zurückpacken sollen. Das war keine Absicht. Die wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen.
So, ich habe auch keinen Bock, mich zu erkälten. Also sollten wir bei dem strömenden Regen vielleicht erstmal wieder rein. Ah, guck mal, das Glas ist auch fertig. Das heißt, wir können uns jetzt gleich an die Tintenproduktion machen. Die da. Und schaffen es dann vielleicht noch rechtzeitig, die Flugblätter für den Inquisitor fertig zu machen. Da haben wir noch einen Tag für. Ich bin so doof. Warum sagt ihr mir denn nicht, dass ich erst an den Ofen muss? Also beziehungsweise der Ofen da unten ist ja am Produzieren. Der Ofen wird das hier übernehmen müssen. Der Ofen kann es nicht. Gut, dann wird das mit der Tinte halt noch etwas dauern. Dann lege ich mich erstmal schlafen, dann muss ich jetzt erstmal irgendwas anderes machen. Bin mir gerade nur nicht ganz sicher, was. Sorry, war kurz abgelenkt, bin wieder da. So. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Aber hier dauert das natürlich noch ein bisschen. Wir brauchen ja, wenn wir jetzt... jetzt wieder mehr auf Leichen setzen und vielleicht auch den einen oder anderen dann auf unserem Friedhof verbuddeln wollen. Brauchen wir ja eh erstmal wieder ein paar Steine, ne? Nachbars Lumpi ist wieder in vollem Gange. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege eine Biene. Ich rechne zwar nicht mehr damit. Ja, war klar. Und ich habe die Angel immer noch nicht ausgerüstet. Ich bin dumm. Ja klar, jetzt kommt eine Leiche. Jetzt, wo ich hier oben bin. Naja gut, die können wir dann gleich auseinandernehmen und... verzaubern. Ich brauche... Na toll. Gut. Gut, dann renne ich halt mit leeren Händen wieder zurück. Scheiße. Naja. Haben wir mal wieder ein bisschen von der Umgebung gesehen. Ein netter kleiner Verdauungsspaziergang. Ich befürchte, wir werden das mit den Flugblättern nicht schaffen. Oder zumindest wird es echt verdammt knapp. Kann also gut sein, dass der Inquisitor noch eine Woche länger warten muss, aber sollte es letztendlich tatsächlich dazu kommen, dann ist es halt so.